Hallo und herzlich willkommen zur leider vorerst letzten Folge mit Christoph Penisch von Project Wheels. Heute aber dafür mit einem Highlight, denn heute erzählt Christoph, was seine Felgen so besonders macht, was sie so stabil macht, was sie so leicht macht, obwohl sie Gussräder sind, wie sie gefertigt werden. Also alles Mögliche, und ich durfte ihm dazu Fragen stellen, das war echt toll und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß daran, wie ich es hatte. Eine kleine Notiz noch am Rande, bevor wir jetzt mit dem Video beginnen. Und zwar habe ich ja auch einen Blog, nicht nur diesen YouTube-Channel, sondern auch einen Blog. Und auf diesem Blog habe ich einen Artikel geschrieben zum Thema leichte Felgen. Also nicht nur Aluminium, sondern auch Magnesium, Carbon und so weiter und so fort. Ich habe das nicht ganz so ausgewalzt, ich habe es etwas kürzer gehalten, aber trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Artikelwünsche oder dergleichen, dann schreibt mir einfach. Und es wird mir eine Freude sein, für euch den Wunsch zu erfüllen. So, und jetzt viel Spaß mit Christoph, mit seinem leider vorerst letzten Auftritt. Gut, jetzt haben wir hier zwei Felgen. Welche hast du rausgeholt? Warum? Also, ja, warum? Also es ist eine 10x18 ET40, Design One. Warum habe ich jetzt die gewählt? Die Fragen tauchen immer wieder auf. Wie ist denn die Speiche geformt? Ist das Rad, ist das konkav? Hm. Wenn ich jetzt eine andere das gleiche Rad in einer anderen Einpresstiefe nehme, ist dann die Speiche anders gewölbt oder geformt? Nein. Warum? Das kann man an den zwei Felgen ganz gut erklären. Also es sind beides 10x18. Das hier ist vom ET-Bereich. Die 10x18 haben wir ET40, ist die höchste ET. Mhm. Und das hier ist das gleiche Rad mit ET20. Ja. Und der einzige Unterschied ist, dass bei ET20 der Topf tiefer ist, dafür natürlich hinten ein stärkerer Bund dran ist, um die Einpresstiefe realisieren zu können. Und bei der ET40-Variante wird dieses Material, was hier beim Guss dran ist, wird hier quasi abgenommen. Mhm. Und hier wird eben gerade so tief reingedreht aus Gewichtsgründen oder zur Gewichtsersparnis, wie es technisch möglich ist. Aber die Speichenform, nimm du mal das Rad und leg's mal hin. Die Speichenform ist absolut identisch. Ja. Hol mal die Kamera, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser noch. Also wenn du jetzt hier schaust, ist genau das gleiche, bloß man sieht halt hier, dass hier der Topf tiefer ist als da. Richtig. Ne? Das gefällt den meisten Kunden besser, wenn es tiefer reingeht. Wie konkav, was ist das? Eben nicht. Es ist nicht konkaver. Die Speiche ist immer die gleiche. Es wirkt konkaver, aber in der Realität oder letztendlich ist nur der Topf tiefer ausgefräst oder gedreht. Speichen sind genau gleich. Speichen sind absolut gleich. Man könnte natürlich schon für jede Einpresstiefe eine andere Speichenform realisieren, das ist aber dann aufwendig. Bräuchtest du für jede Einpresstiefe eine eigene Gussform. Ja. Und das ist finanziell nicht machbar, nicht sinnvoll. Aber man sieht es noch sehr schön, wenn wir die mal so hinstellen, zur Kamera hin, dass der Topf hier halt wesentlich kürzer ist. Richtig, und hier ist er entsprechend länger. Genau, ja. Also quasi hast du hier die Distanzscheibe schon in der Felge mit eingebaut. Ja, also ich kann noch ein bisschen mehr dazu erklären. Das ist jetzt die 10x18 ED20, ist ein typisches BMW-Rad mit der Einpresstiefe. Für die E-Modelle, die eine noch niedrige Einpresstiefen haben, bei den F-Modellen ist es etwas anders. Aber hier, du musst ja, wenn du ein Rad entwickelst, dir überlegen, auf welchen Fahrzeugen kommen die denn überhaupt zum Einsatz? Und worst case in Bezug auf Bremsenfreigang sind die VW-Modelle, weil die eine recht flache Scheibe haben, Bremsscheibe. Aber bei den Sportmodellen mit den Brembo-Anlagen einen massiven Sattel. Also du musst mit der höchsten ET, das wäre jetzt quasi das
VW-Rad. Das hat zwar jetzt ein 5x120er Lochkreis, aber in ET40 ist es auch für VW. Musst du eine Speichenform haben, Vorderachsrad, das über die großen Bremsen drüber geht, beziehungsweise nicht ansteht. Und auf der anderen Seite hast du ein Rad für einen BMW, der von Haus aus schon eine niedrige ET braucht und aber zusätzlich noch tiefe Scheiben, was Topftiefe von der Bremsscheibe, also sitzt der Sattel viel, viel weiter innen. Es gibt also überhaupt keine Probleme. Oder es ist halt ein Hinterachsrad, wo es eh nicht kritisch ist. Also deswegen musst du da immer einen Kompromiss eingehen. Von der Optik her wäre es natürlich am schönsten. Wir hätten nur dieses eine Rad, BMW-Anwendung, Hinterachse und du ziehst die Speichen noch bis zu diesem Punkt hier hin. Dann hast du natürlich ein super konkaves Rad. Aber das wirst du dann nie für irgendwas anderes verwenden können. Ja. Was mich noch interessieren würde, wie viele Autos habt ihr denn für die Entwicklung von den Felgen herangezogen? Weil du müsst ja auf alle möglichen Autos vermessen und anschauen und so weiter, bis du dann sagst, okay, wir können die Speiche jetzt in dem Winkel reinführen und hier ungefähr in unser Topf. Also, der erste Schritt. Moment, mal so. Ich glaube, so ist dann besser von mir. Der erste Schritt bei der Felgenentwicklung ist, du kaufst dir beim TÜV, der stellt dir sowas zur Verfügung, also die Institution, die Prüforganisation, die Felgen für uns prüft, ist in dem Fall der TÜV Austria. Und der stellt dir als Kunde sogenannte Bremsenkonturen zur Verfügung. Die kannst du kaufen, das ist dann eine 2D-Datei. Zeichnungsdatei und der Konstrukteur von der Felge kann dann die Felge rund um die Bremsenkontur entwickeln. So musst du dir kein Auto herholen, sondern du kaufst dir beim TÜV die Kontur. Am Beispiel vom 8x18 Rad kann ich es recht gut erklären. Da ist der Mini F56 John Cooper Works. Ja. Der hat einen echt extrem großen Sattel. Ja. Und in Verbindung mit einer ganz flachen Scheibe und den haben wir als kritischstes Auto oder kritischste Bremse für diese Kategorie oder für das Rad erachtet und haben dafür die Kontur beim TÜV gekauft und der Konstrukteur hat die Felge darum entwickelt und deswegen, das ist noch leicht konkav, wenn du dir das 8x18 Rad anschaust von den Speichen, das ist absolut gerade, ging nicht anders, weil Mini oder auch die VAG-Modelle, der Cupra 300 mit der Vierkolben Brembo-Anlage ist auch sehr anspruchsvoll. Und dann musst du natürlich ein Rad entwickeln, das optisch ansprechend ist und trotzdem Halt überhaupt nicht konkav. Bremsenfreigang ist heutzutage, die Autos werden immer schwerer, die Bremsen werden immer größer. Du musst einfach für Bremsenfreigang sorgen. Das ist auch sowas, was ich mir immer wieder denke, wenn ich an Autos vorbeilaufe heutzutage, kriegen ja immer größere Rathausausschnitte, das ist ganz extrem bei Audi. Ja. Auf einem A5, ganz normaler 2 Liter Diesel, musst du schon 20 Zoll fahren, damit das Auto nach was aussieht. Richtig. Ich habe mal Audi A5 mit 17 Zoll Winterrädern gesehen, das sah aus, als wäre da Notbereifung drauf. Und das ist eben das, was ich auch ein bisschen schade finde, weil zum Beispiel bei einem Escort oder bei einem, keine Ahnung, bei einer alten Giulietta oder so, gehst du an einem Auto vorbei, da sind 13 Zoll Felgen drauf und sieht geil aus. Das ist halt das, was heutzutage echt schwierig ist, weil du musst heutzutage wirklich extrem viel Geld, selbst wenn du einfach bloß Standardfelgen eigentlich willst, musst du extrem viel Geld ausgeben, weil du so riesen Dinger fahren musst. Ja, die jetzt haben wir hier mit den 18 Zoll Rädern, es gibt ja einmal in Bezug auf Bremsenfreigang das ist die Problematik, dass du mit den Speichen nicht am Sattel anstößt. Mhm. Es gibt ja aber auch die Problematik der Gesamtdurchmesser. Und wir haben hier mit dem 18 Zoll Rad, bekommen wir noch die Bremse von den F-Modellen von BMW abgedeckt. Mhm. Das heißt, das geht bis auf 4 mm, glaube ich. Die haben eine 380er Scheibe und den blauen Vierkolbensattel. Ich meine, es ist ein Vierkolbensattel, also 380er Bremse. Da passt unser Rad von der Innenkontur vom Bett gerade so drüber. Das ist, mehr ist nicht machbar. Und
Klar werden die mit 19, teilweise 20 Zoll ausgeliefert, aber für die Rennstrecke ist nach wie vor 18 Zoll, auch aufgrund der Verfügbarkeit von den Semislicks und weil du ja eine höhere Flanke brauchst, damit der Reifen besser arbeitet beim Fahren, wird eher ein Rückschritt praktiziert. Und dafür braucht es einfach 18 Zoll Felgen, die dann immer noch über die großen Bremsanlagen gehen. Aber irgendwo ist Schluss. Die 400er Bremse, die Performance-Bremse, die optional für diese Fahrzeuge orderbar ist ab Werk, ist definitiv Schluss. Dafür haben wir eigentlich explizit die 19 Zoll Räder gemacht für nächstes Jahr. Ja. Aber ja, es ist, man sollte eigentlich, wenn man auf die Rennstrecke möchte, immer, also ich sage mal, bis zu einem gewissen Grad so klein wie möglich fahren. So, ja. Es gibt beim Ausnahme, zum Beispiel beim E36, ist, glaube ich, egal, auch wenn du eine kleinere Bremse fährst, ist trotzdem 17 Zoll am besten geeignet. Ja. Aber so allgemein, so über den Daumen gepeilt, könnte man sich merken, je kleiner, desto besser, weil du dann jeden Reifen fahren kannst, um das optimale Arbeitsfenster zu machen. Ja, in allem Gewicht, Preis, das auch, so klein wie möglich, so groß wie gerade nötig. Ne? Ja, genau. Ich gucke gerade. Wir müssen den besten Kompromiss noch finden aus mit Optik noch. Jetzt sieht man das, wenn die Rose in die Felgen, sieht man es besser, wenn der Lack drüber ist. Ich glaube, die Kamera kann das nicht einfangen. Ab 9,5 Zoll lassen wir die Felgen im Flowforming-Verfahren fertigen. Das musst du dir so vorstellen, wenn die Felge aus dem Guss kommt, dann ist die nur so breit. Dafür ist hier dickes Material. Dann walzt du das aus. Dann kommen die auf eine Form. Ja. Und zwei Walzen formen das Bett aus. Das ist der sogenannte Flowforming-Prozess. Das bewirkt halt, du kannst in dem Bereich dann nochmal Materialstärke sparen, weil durch das Flowforming eine höhere Festigkeit erreicht wird. Du veränderst auch noch gleichzeitig das Gefüge. Und du kannst einen Ticken dünner gehen mit dem Felgenbett. Innen sieht man es, mit dem Auge kann man es erkennen, diese Walzspuren. Ich guck mal, vielleicht kriege ich das mit der Kamera. Also mit dem Auge sieht man es wirklich? Wirklich, ja, mit dem Auge kann man es erkennen. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt. Also man sieht es ein bisschen weil hier gegen die Felge an sich, der Rolling dreht sich ja und die auf der Flowforming-Maschine gehen die dann mit zwei Walzen links und rechts ran. Doch, das sieht man tatsächlich, ja. Und wir machen deshalb viele Fragen, kannst du nicht auch die 9x17 oder 7,5x17 schon im Flowforming machen? Also hier würde ich mal sagen, sind wir erstens mal preislich in einem anderen Segment und die Gewichtsersparnis ist für uns erst ab 9,5 Zoll wirklich sinnvoll, weil wir selbst mit einer 9x18 ET 52, 50, 52, so VW, Golf und Cupras und i30N, da liegen wir ja knapp unter 9 Kilo mit der Felge als ganz normales Gussrad. Deswegen ist der Flowforming-Prozess, der natürlich teurer ist durch die zusätzliche Bearbeitung, macht eigentlich erst bei 9,5 Zoll. Jeder zusätzliche Arbeitsschritt kostet halt, ne? Weil zwischendrin ist menschliche Arbeitskraft gefordert und das ist das, was kostet. Ja, also bei den Felgen liegen wir in der Regel noch unter 10. Ich glaube, die 11, man muss ja unterscheiden. Das ist auch immer eine Frage, warum? Ja, an den beiden Felgen kann man es eigentlich super erklären. Warum sind die Felgen unterschiedlich schwer, obwohl sie die gleiche Dimension haben? Weil dieser Senderbereich, der Topf, der muss stabil, hier sind die Wandstärken hoch, hier muss das Rad sehr stabil sein. Deswegen ist hier jeder Millimeter mehr Material, wirkt sich natürlich sofort aufs Gewicht aus. Ja. Und deswegen ist einfach die ET20-Variante schwerer als die ET40-Variante. Wobei man auch sagen muss, das ist jetzt nicht so wild ist, weil das Gewicht trotzdem relativ zentral ist. Es wäre schlimmer, wenn es irgendwo hier außen wäre. Richtig, richtig. Sodass du dann eine extreme Hebelkraft drauf bekommst. Ja. Also ein extremes Moment eigentlich. Ne? Jetzt gehe ich noch auf den Punkt ein, weil immer mehr Porsche-Fahrer fragen, warum machst du denn keine Porsche-Anwendung?
Also Porsche hat, wenn es jetzt mal die älteren Modelle sind oder nicht Zentralverschluss, ein 5x130er Lochkreis. Das heißt, dieser Bereich müsste noch größer werden. Die Felge wird dadurch schwerer. Die Speichen werden etwas kürzer, was das Design ein bisschen beeinflusst. Aber jetzt kommt der Hauptgrund. Porsche hat sehr, sehr hohe ETs, 55, teilweise 60. Wenn ich jetzt ein Rad für einen Porsche und für einen BMW, der eine niedrige ET braucht, aus einer Gussform machen wollte, dann müsste so ein Bund, also das heißt, die BMW-Variante, die ich am meisten verkaufe, die ist die schwerste. Und für die paar wenigen Porsche-Anwendungen, die man verkauft, die wären dann die leichteste Variante, weil ja hier dann fast komplett das Material abgedreht ist für die hohe ET. Und weil man für einen Porsche grundsätzlich zwei Größen braucht. Ja. Deswegen machen wir keine Porsche-Anwendungen. Das ist der Grund dafür. Weil das Design, die technischen Anforderungen für Porsche eigentlich ein eigenes Rad erfordern würden. Zu viel Nachfrage gibt es dann auch wieder nicht. Ne? Wenn man es technisch dann richtig machen wollte, dann müsste man tatsächlich, obwohl es die gleiche Größe ist, aber trotzdem eine eigene Gussform für Porsche machen. Und das ist der Grund, warum wir es nicht in Erwägung gezogen haben. Ja. Von Anfang an nicht. Cool. Noch irgendwas? Ich meine, du hast ja schon extrem viel gesagt. Es war auch alles extrem interessant, besonders für jemanden wie mich, der ja auf alles Technische geil ist. Aber ansonsten ist die Felge rund, hat 4 bis 5 Löcher. 4 bis 5 Löcher. Nee, also der Spruch, es kochen alle nur mit Wasser, trifft hier auch zu. Wie gesagt, die Legierung, das ist sogenanntes Dubai-Aluminium, weil ganz einfach in Dubai, glaube ich, Weltmarkt oder der größte Umschlagmengen sind. Das ist alles, ich kann der Laie jetzt nicht aus dem Kopf die Zusammensetzung sagen, aber die Legierung oder die Zusammensetzung von dem Alu ist bei nahezu allen Felgen gleich. Es gibt Legierungen mit einem etwas höheren Magnesiumanteil, aber wird eigentlich für Räder, die getüft werden sollen, nicht. Ja, kann man machen, aber das ist eigentlich bei allen üblich. Würdest du irgendwann, ich meine, du bist ja jetzt schon bei Schmiederädern angekommen, würdest du irgendwann auch mal sagen, ich habe jetzt Bock drauf, Magnesiumräder zum Beispiel zu machen, oder? Nein. Okay, ist zu viel Aufwand. Und wir bewegen uns einfach mit Magnesiumrädern beim Material, beim Rohmaterial, bei einem Preis, wo ich sage, der Gewichtsvorteil, den du dadurch noch erzielen kannst, würde ich mal sagen, ist der große Großteil der Kunden nicht bereit zu zahlen. Für die sagen, ist gerade eine Trackday-Felge, die immer mal durch einen Crash, durch Curb oder einfach durch die längere Nutzung. Das ist ja keine Felge, die du dir einmal kaufst fürs komplette Autoleben. Da ist ja mal Verschleiß oder wie auch immer. Die wird auch mal getauscht oder du brauchst, so verrückt es klingt, aber die normale Trackday-Kundschaft hat einen Satz Semislicks für die Veranstaltung, wo Straßenzulassung gefordert ist. Dann fahren sie aber auch Trackdays, wo die Reifenfrage frei ist. Gibt's, da kannst du, wenn es trocken ist, wird es mit Slicks geballert. Und wenn es regnet, du willst ja nicht heimfahren oder du willst ja fahren, dann hast du noch einen Satz Regenreifen. Also bei vielen sind 3 Sätze die Grundausstattung. Und dann geht auch mal was kaputt. Also da ist, glaube ich, das, was am ehesten gefragt ist, leichte Flowforming-Räder. Sicher kann man auch hier und da Schmiederäder anbieten, aber jetzt nochmal ein Magnesium-Schmiederad, das sprengt die Herstellungskosten beziehungsweise dann pro Felge bei 7.000, 8.000 Euro? Ich weiß bloß, das Racing, also es gibt einen Hersteller in Deutschland, der mittlerweile Schmiedemagnesiumräder anbietet, die schon deutlich günstiger sind. Also da kostet jetzt ein Radsatz nicht so viel Geld, aber es sind trotzdem in einem Bereich, wo ich glaube, da ist der reine Trackday-Kunde nicht bereit, das auszugeben. Ja. Das ist ja eh schon mal abgesehen davon, dass das, glaube ich, auch gar nicht so einfach ist mit dem Werkstoff. Das kann also gut sein. Ja, Magnesium ist ja durchaus eigen. Ja. In der Verarbeitung. Ja. Nö.
Cool. Brauchst du auch nicht, hast du auch nicht nötig. Ich finde auch sehr schön diesen Motorsport-Schriftzug, den du hier immer drin hast. Ja. Hat nochmal was und. Ja, wir wollten das schon ein bisschen rausstellen. Es steht zwar auf vielen Felgen auch Motorsport drauf oder Racing, aber hier, glaube ich, trifft es zu. Ja, das denke ich auch. Und das ist ein wunderschönes Schlusswort für Interview, für das und für das, dass du uns dein Lager gezeigt hast. Ja. Und ich danke dir sehr für den heutigen Tag. Es hat sich doppelt und dreifach gelohnt. Dankeschön. Also dann. Danke fürs Kommen. Ja. Mach's gut. Philipp, ciao.